Most of the second half, ja, im größten Teil der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, hat man immer größere Beschleuniger gebaut. Synchrotronstrahlung war nur ein Nebenprodukt, und das einfach nur da war, immer wenn man Elektronen beschleunigt hat, entstand diese Strahlung, und Zugang zur Synchrotronstrahlung wurde von den Hochenergiephysikern zum Teil zugänglich gemacht für andere Physiker, zur Molekularbiologen zum Beispiel. Und das hat sich ziemlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Es ist mehr und mehr üblich geworden, große Beschleuniger zu bauen, große Teilchenbeschleuniger zu bauen, nicht um die Teilchen zu untersuchen, indem man sie kollidieren lässt, sondern um diese elektromagnetische Strahlung zu benutzen, die eigentlich nur ein Abfallprodukt war, wie zum Beispiel Materialwissenschaften oder Biologie. Robert Feidenhansel, der Geschäftsführer von Exfel in Hamburg und betreibt den fortschrittlichsten dieser neuartigen Beschleuniger, und er möchte uns erzählen über dieses neue Paradigma in der Wissenschaft, der durch diese Geräte ermöglicht wird. Viel Spaß mit Robert Feidenhansel. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, dass die technische Schwierigkeit jetzt vorbei ist. Wir werden sehen. Ich erzähle euch über den Exfel für Elektronlaser, und ich habe es ein neues wissenschaftliches Paradigma genannt. Ich hoffe, die Übersetzer können dem folgen, weil ich relativ schnell spreche. Und hier sehen wir diesen grünen Laser von der Elbphilharmonie und in Hamburg. Und rechts sehen Sie den Geschäftsführer von der European Exfel, von dem Laser. Und ich erzähle euch von meinem persönlichen Eindruck von dem European Exfel. Das ist eine europäische Einrichtung. Hier sieht man es geht um Röntgenstrahlen, und wir wollen Moleküle sehen, also braucht man Röntgenstrahlen mit einer kurzen Wellenlänge, und wir benutzen freie Elektronen, und es ist ein Laser. Und jetzt ist eine gute Zeit, jetzt diesen Vortrag zu zeigen, denn es ist fast 120 Jahre her, für die erste Röntgenaufnahme gemacht wurde. Denn wurde am 22. Dezember 1895 gemacht. Und ich werde darüber reden hier. Was ist FEL und was ist der European Exfel? Wie ist der Beschleuniger gebaut, und wie machen wir wirklich die Wissenschaft hier? Und auch noch zu wissen, warum das wichtig ist für diese Art Wissenschaft. Mein Hintergrund ist, ich habe 40 Jahre Erfahrung mit Röntgenwissenschaft. Ich komme aus, bin in Dänemark, in Aarhus, und ich bin Professor in Kopenhagen und bin seit 2017 in Hamburg. Und ich weiß nicht, wie viele Physiker jetzt unter euch sind, aber die Physiker wissen wahrscheinlich diese Comics, die PhD-Comics. Und das ist Professor Schmitz, und ich sehe fast genauso aus wie der. Und Professor Schmidt ich mache keine Experimente selbst, ich bin der Geschäftsführer sonst. Also Röntgenstrahlennutzung für Wissenschaft, die werden von Synchrotronstrahlung erzeugt und auch durch Freielektronenlaser. Das heißt, wir sehen diesen Graphen hier, der die Leistung, die mittlere Helligkeit von diesem Laser zeigt. Und man sieht etwa von 1960, die Qualität der Röntgenstrahlung ist massiv nach oben gegangen. Und diese Steigerung hier ist wirklich eine logarithmische Steigerung, ist eine logarithmische Skala, und es steigt sehr, sehr schnell. Und wir haben Probleme deswegen, weil unsere Daten, die wir produzieren, gehen mit der Brillanz, mit der Helligkeit des Strahls, und ich
bin seit 1981, arbeite ich in diesem Feld. Da war ich ein Student beim DESE in Hamburg und es war eine großartige Erfahrung. Und ich habe diesen Anstieg über 10 Größenordnungen mitgekriegt über meine Karriere. So, was sind Röntgen-Freielektronenlaser? Und wie er in der Einführung gehabt hat, dies ist ein Beschleuniger. Ist ein basiert auf Beschleunigern. Man hat einen Elektronenbeschleuniger. Auf der linken Seite hat man einen Elektronenemitter, der Elektronen aussendet durch einen Laser und dann einen Linearbeschleuniger, der beschleunigt die Elektronen. Und dann haben wir eine Bündelkompression, dass wir ein sehr kurzes Elektronenbündel haben, noch einen Linearbeschleuniger, einen Undulator. Und die Elektronen werden da machen eine sinusförmige Bewegung und erzeugen Röntgenstrahlen. Und dann kommen die Elektronen in einen Strahlfänger. Und man muss diese Röntgenstrahlen haben für die Wissenschaft, die wir machen wollen, weil wir Atome und Moleküle angucken wollen. Und Röntgenstrahlen haben sehr hohe Energie und kleine Photonen. Und deswegen braucht man einen großen und langen Beschleuniger. Und die Undulatoren erzeugen Licht. Und die so sehen die aus. Das sind magnetische Geräte, wo die Elektronen wieder durchgehen durch den Undulator, dann machen sie einen sinusförmigen Pfad und wir haben 3 von diesen Undulatoren und jeder davon ist etwa 150 Meter lang. Also das ist eine riesige Infrastruktureinrichtung mit vielen großen Magneten. Und der Trick von diesem Laser ist eben, dass man kohärentes Licht braucht. Man muss die Teilchen, die das Licht aussenden müssen, ordentlich angeordnet sein und normalerweise sind Elektronen in einem Synchrotron unsortiert und wir wollen die genau sortiert haben, sodass sie das Licht genau kohärent aussenden und dass das kohärent verstärkt werden kann. Und wie man das macht, ist, man macht Laser in einem Durchgang. Das ist die selbstverstärkte, spontane Aussendung von Strahlung und links sieht man Professor Rosbach und Seiden und haben den Preis bekommen. Die haben diese Idee erfunden in Novosibirsk in den späten 70er Jahren im letzten Jahrhundert. Und das Prinzip ist weiterentwickelt worden danach. Und die Idee ist, dass man einen langen Undulator hat. Man sieht diesen Undulator hier mit diesen grünen und roten Magneten. Die Elektronen gehen da durch den Undulator und der Elektronen folgen dem gelben Pfad und wackeln rauf und runter. Und jedes Mal, wenn sie beschleunigt werden, senden sie Licht aus. Und das Licht wird immer stärker. Und passt sich dem Elektronenstrahl an und unten sieht man diese Elektronenwolke, die reinkommt, ist homogen und dann geht es durch den Undulator und dadurch wird es aufgeschnitten in einzelne Spalten und am Ende hat man nur so Mikrobündel und die alle Elektronen senden das Licht kohärent aus und man bekommt einen extrem starken Röntgenstrahl, der rauskommt und dann wirft man die Elektronen weg und die Elektronen braucht man jeweils immer nur einmal. Das heißt, hier ist der Übersicht über den Beschleuniger in Exfell. Der heißt DESI, der DESI Campus. Und wir fangen an in Schinefeld, nur an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Und dann ist da der European Exfell. Und der Elektroneninjektor ist hier. Da werden die Elektronen eingeschossen in den Beschleuniger. Das ist ein supraleitender Beschleuniger, das heißt, der Beschleuniger ist auf 2 Kelvin runtergekühlt und der hat ganz besondere Eigenschaften. Da komme ich später nochmal drauf. Und hier sieht man ein kleines Filmchen. Ich hoffe, ihr könnt den Film sehen. Könnt ihr sagen, ob ihr den Film sehen könnt? Ja, also
Wir können ihn sehen. Ja. Aha, wir können den Film sehen. Gut, gut. Ja. Das heißt, man sieht die Elektronen, die beschleunigt werden durch diesen 2-Kelvin-kalten diese Hohlräume. Und dann haben wir das Undulatorensystem. Das ist da in Ostoverborn. Und dann haben wir die Experimentierstation für die Forschung. Und hier sieht man wieder die Undulatorensysteme, wo die Elektronen durchgehen und dann kann man, wir folgen hier den Elektronen und durch den Undulator und dann bewegen sich die Elektronen durch die magnetische Struktur, bewegen die sich hin und zurück und vor und zurück und hin und her und das Licht der Elektronen, was die Elektronen aussenden, sieht man hier als diese weiße Wolke und ganz am Ende senden sie einen großen Schuss Photonen aus. Und hier ist die Experimentierstation, die Experimentierhalle und hier sind, wir haben 3 Undulatoren, die heißen hier SARS 1 und SARS 2 und SARS 4 und wir haben 6 Experimentierstationen, wo wir dieses Extremstrahl Röntgenstrahl benutzen, um Experimente zu machen. Die Elektronen, die Strahlfallen sind hier, wo wir die Elektronen reinfallen, wo die aufgefangen werden, die Elektronen. Und dann haben wir diese 6 Experimente, wo wir verschiedene Arten von Experimenten durchführen. Und da komme ich später nochmal drauf. Hier ist eine typische Instrumentenstation. Die Röntgenstrahlen kommen von rechts, gehen nach links und erst sind hier einige verschiedene optische Einrichtungen, wo man den Röntgenstrahl manipulieren kann. Man kann ihn fokussieren, die Intensität messen und in der Mitte, wo dieser große blaue Balken ist, da ist ein Experiment, wo die Röntgenstrahlen gestreut werden an einer Probe. Dann hat man einen Detektor, da komme ich später nochmal drauf. Das ist das Ding mit der gelben Front hier und dann haben wir natürlich das Überwachungssystem am Ende. Das heißt, dies ist eine typische Person, würde ich hier, wir haben hier einen Roboterarm. Und der manipuliert noch einen anderen Detektor. Die Probe ist hier direkt vor dem Roboterarm. Und hier ist der Detektor. Rede ich später nochmal drüber. Und die produzieren eine Riesenmenge an Daten, die wir dann analysieren müssen. Ein großer Pixel-Detektor, 1 Million Pixel hat der, werden geliefert von diesem aus dem Vereinigten Königreich geliefert. People, we have all this for. This is a user community, so we are a user facility where people can book in and do an experiment. Via proposal. A typical group here, you see 6, 7, 8 different groups. They come in, do an experiment for about 5 days or 60 hours, 12 hours. You either measure during the night or during the day. Das hier sind Experimentalgruppen, die hier arbeiten und die kommen zu uns, arbeiten dafür etwa 60 Stunden, auch gerne mal Tag und Nacht und müssen dafür Vorschläge einreichen. Die kommen dann typischerweise von verschiedenen Universitäten und machen bei uns die Experimente. Hier sind ein paar Fakten über den europäischen XFAL. Wir sind halt eine Nutzereinrichtung. Und wir haben insgesamt 12 Teilnehmerländer. Deutschland zahlt etwas mehr als die Hälfte der Betriebskosten, Russland etwa 27%, etwa ein Viertel und alle anderen, die auch beitragen, zahlen sowas wie 1-3% des Budgets für Aufbau und Betrieb. Wir betreiben Beschleuniger, sind etwa 500 Leute, die für Administration, Betrieb der Beschleuniger und Aufbau zuständig sind und davon 250 direkt am Beschleuniger. Es hat etwa 1,5 Milliarden Euro gekostet zu bauen in 2018. Und unser Ziel ist es, dass wir etwa 200 Nutzerexperimente jedes Jahr machen können. Wir sind jetzt schon 3 Jahre in Betrieb.
Und wo stehen wir so im Vergleich? Wir sind nicht die Einzigen, die harte Röntgenstrahlung produzieren können mit freien Elektronenlasern. Der erste war in Stanford, LCLS, die in 2009 angefangen haben. 2011 jemand in Japan, in Schweiz 2016 und in Korea auch in 2016. Und der Unterschied ist, wie viele Pulse man pro Sekunde produzieren kann. Und diese Einrichtungen produzieren etwa 60 Pulse pro Sekunde. Hier bei uns haben wir den supraleitenden Beschleuniger und wir haben einen sogenannten Burst Mode, wo man 10 kurze Pulse bekommen kann an Röntgenstrahlung, die im Gesamten können wir etwa 27.000 Röntgenpulse pro Sekunde produzieren. Und in jeder Zehntelsekunde können wir einen neuen Zug von Pulsen produzieren. Dadurch sind wir eine extrem starke Röntgenquelle auf der Welt im Vergleich. Und was wir messen wollen, ist Atombewegung. Wir möchten gerne sehen, wie Atome und Moleküle sich bewegen und möchten das Ganze messen in sehr, sehr kurzen Zeiten. Was ist aber die Zeitskala, auf der sich so ein Atom bewegt? Unsere menschliche Zeitskala ist etwa sowas wie Millisekunden, weil das ist so die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen und die wir brauchen, um zu reagieren auf Reize. Die interessante, während halt wir uns als Menschen mit Millisekunden orientieren, brauchen wir hier bei uns Femtosekunden. Das bedeutet, dass wenn sich das Licht mit 3000 Metern die Sekunde bewegt, dann ist halt die interessante Zeitskala, wenn man ein Atom beobachten möchte, etwa 100 Femtosekunden. Man sieht da oben so eine akustische Bewegung von Atomen und das ist das, was wir uns angucken wollen und angucken. Und das ist diese 100 Femtosekunden ist dann auch etwa die Zeitskala des Röntgenpulses. Man bekommt in diesem Puls, wie man hier sieht, etwa 10 hoch 13 Photonen pro Puls und das ist aus einem Elektronenpuls mit etwa 100 Pikosekunden Länge, was viel länger ist. Wir haben also eine enorme Menge an Photonen, die sehr, sehr, sehr komprimiert sind. Das ist halt der Unterschied zwischen dem Synchrotron, dem blauen Ondulator unten und dem roten Peak im freien Elektronenlaser. Sehr viele Photonen in sehr kurzer Zeit. Das bedeutet, dass wir einen extrem sehr starken Röntgenpuls haben. Und man kann Röntgenstrahlen beispielsweise mit Blei stoppen, so dass es dann nicht rauskommt. Und auf der rechten Seite sieht man einen Laserstrahl, der auf ein paar Mikrometer fokussiert wurde. Und man sieht halt diesen Stahl hier auf der linken Seite, ist 5 cm dick. Und man sieht das Eingangsloch auf der rechten Seite unten und das Austrittsloch oben rechts. Und dieser Röntgenlaserpuls hat einfach durch diesen Stahlblock durchgebohrt, weil er einfach so stark ist. Und dieser Röntgenpuls produziert ein Plasma und brennt einfach durch den Block durch. Wenn man also diesen Strahl richtig komprimiert, kann man sogar durch Stahl durchbrennen. Deshalb brauchen wir ganz besonders gute Sicherheitsmaßnahmen. Ich weiß nicht genau, wo das war. Es zeigt einen Röntgenstrahl mit dieser. Man sieht, wie der Strahl auf das Rohr drauf trifft. Und man sieht jetzt diese Explosion. Und dieser Röntgenstrahl ionisiert da die Luft und
brennt quasi Löcher in die Luft und ist halt viel, viel länger, als man das erwarten würde. Das Geräusch, was ihr jetzt vielleicht hört, ist das 10-Hertz-Geräusch von den einfallenden Pulsen. Und diese Pulse sind das, was das, die Blitze produziert. Kann mir jemand sagen, ob man das Video gesehen hat? Ja, man hat ein Video gesehen, aber das, der Ton war nicht mit dabei. Okay. So. How do we then do the experiments? Wie macht man dann die Experimente? Wie baut man so ein Setup? Da muss man ein bisschen zurückgehen. Wenn ich ein Experiment früher gemacht habe, dann hat man als Beispiel die Doppelhelix der DNA. Da sieht man die beiden Entdecker, James Watson und Francis Crick. Man sieht das Ergebnis, woraus sie gearbeitet haben. Das ist dieses Beugungsbild in der Mitte. Und solche Beugungsbilder, aus denen kann man eben die Struktur ableiten. Im Übrigen, unser Gästehaus hat Ruskind Franklin als Bild auf der Hausoberfläche aufgemalt. Und was man halt gemacht hat, ist, man nimmt ein Bild des Beugungs von einem Kristall. Sonst sah das in den 80ern und 90ern aus, als wir Experimente gemacht haben auf DESY. Und man hat halt ein Experiment gebaut, hat das wochenlang vorbereitet. Beispielsweise hier ein ganz wichtiges Goldteil, was wir uns angucken wollten. Dann hatten wir lange, mehrere Wochen Zeit, um das Ganze dann durchzuführen. So macht man das heute nicht mehr. Wie machen wir Experimente heute? Ich habe euch ja erzählt, es gibt diesen unglaublich starken Strahl, der Löcher durch Stahl durchbrennt. Wie kann man irgendetwas damit untersuchen, mit so einem starken Strahl? Weil es wird ja zerstört dabei. Und ja, tatsächlich, das ist so. Die Proben werden tatsächlich zerstreut. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man überhaupt etwas untersuchen, was so mit so starkem Strahlen bestreut wird. Hier sieht man beispielsweise ein Protein, das einfach verdampft, wenn es mit dem Strahl bestrahlt wird. Und man muss halt das Teilchen untersuchen, bevor es verdampft wird. Und man sieht hier, wie das Teilchen aussieht bei 10, bei 2, bei 5 Femtosekunden. Und wir müssen eben, um dieses Experiment zu machen, sehr schnell sein, um dann hinterher an dem Beugungsbild abzulesen, wie das Protein die Probe aussah. Und das ist genau das, was wir hier haben, nämlich einen Puls, der wenige Teile einer 10. Femtosekunde lang ist. Und hier sind Bilder von einer kleineren Röntgeneinrichtung. Die hatten ein Stück Silizium, wo sie etwas eingefräst haben. Und sie haben diese Probe dann in den Strahl genommen und wir haben das Beugungsbild davon aufgenommen. Und von diesem Beugungsbild kann man dann wiederum zurück rekonstruieren, wie die Probe aussah. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Rekonstruktion dieser zwei Männchen. Wenn man jetzt einen zweiten Schuss auf das Sample gibt, wenn man ein zweites Bild macht, ist das die Probe komplett verdampft, weil der Strahl so stark ist. Aber man kann die Daten schnell genug sammeln, um ein Bild zu haben und wirklich zurückzurechnen, wie die Probe aussieht. Das ist halt ein sehr wichtiger Proof of Concept, sehr wichtiger Versuch, um zu zeigen, dass es tatsächlich geht, dass man das Bild so schnell machen kann, dass man wirklich sehen kann, wie die Probe aussieht.
Und die Experimente, die wir heute machen, sind völlig anders. Und hier ist eine grobe Zeichnung, eine Skizze. Man hat diese gelblichen Dinger, die hereinkommen. Das sind die Röntgenpulse, die in dem Burst, im Burst-Modus rauskommen, wo immer 10 zusammenkommen pro Sekunde. Dann hat man einen Strahl von dem Probenmaterial in grün. Das sind kleine Kristalle von einem Protein, was man untersuchen will. Und dann hat man das Beugungsbild rechts. Und dann schießt man statt nur eine Probe, hat man Millionen von Proben und Millionen von Bildern. Man weiß nicht genau, wie sie aussehen, wie sie organisiert sind. Aber das kann man dann nachher noch rausfinden, wenn man genug Daten gesammelt hat. Also hier ist wir haben eine serielle Femtosekunden-Kristallographie. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Scanbilder. Man hat die Proben, die reinkommen in diesem Strahl, und das ist der Jet, der reinkommt, da wo GDVN steht. Man kann sehen, hier ist ein kleiner Film, da sieht man unten rechts einen kleinen Film. Ich weiß nicht, ob ihr das als Film sehen könnt. Man sieht rechts, wie der Strahl reinkommt, und wenn die Röntgenstrahlen kommen, dann verdampft es und dann wird es aufgeschnitten. Und aus diesen Millionen von Bildern kann man dann eine Struktur berechnen davon. Und das ist der Ansatz, so wie wir das studieren wollen. Und rechts sieht man dann, wie die Atome und Moleküle aussehen, aber man muss sehr, sehr viele Daten sammeln. Hier ist ein Beispiel von einem wissenschaftlichen Experiment, was gemacht worden ist, um einfach nur zu gucken, auszuprobieren, ob das Verfahren funktioniert. Wir haben hier Gold-Nanokristalle. Man sieht das hier oben rechts, wie die aussehen. Man sprüht die sehr schnell in den Röntgenstrahl und dann sammelt man alles, was man kann. In diesem Fall machen wir 10 Millionen Beugungsbilder, die wir gesammelt haben, und guckt dann nachher an und rechnet zurück, wie das wirklich aussieht, wie die Proben aussehen. Und dann kann man dies klassifizieren. In diesem Fall haben wir 4 verschiedene Proben und man nimmt einfach, was man hat, wirft es auf den Strahl und nachher sortiert man die Daten und rechnet aus und guckt, was man wirklich dafür Strukturen hatte. Und das ist, was ich meine. Es ist vollständig anders, die Wissenschaft durchzuführen. Das heißt, wir machen nicht nur ein Bild, sondern machen Millionen von Bildern und gucken dann nachher an, was man hat. Das hier ist vielleicht eine grobe Zeichnung von Wasserblasen, die wir vor ungefähr einem Jahr gemacht haben beim European XFEL, und haben hier Blasen angeguckt, Wasserblasen. Wie entsteht wirklich eine Wasserblase in den ersten Nanosekunden oder sogar Femtosekunden, nachdem sie entsteht? Und wir haben einen Laser auf den und haben es im Röntgenbereich angeguckt, und wenn man die Bilder anguckt von den Wasserblasen, dann sieht man, wie sie wirklich wachsen, wie schnell sie das machen, was die Dichte ist, und dann kann man sehen, dass diese Blasen wirklich vollständig leer ist in der Mitte, und nur außen ist die Dichte von dem Wasser 40 mal höher als normales Wasser. Und dann guckt man die Statistik an, guckt diese Millionen von Blasen an und kann statistische Untersuchungen machen. Ein anderes Experiment, was wir machen, wir gucken die fundamentalen Interaktionen und Zeitverläufe von sehr schnellen magnetischen Prozessen, und um zu verstehen, wie diese Interaktion funktioniert zwischen Elektronen und den Spins von den Elektronen und das Gitter, und sehen, wie diese Interaktion aussieht, um neue magnetische Geräte zu bauen, die viel, viel schneller schalten können als die wir heute haben. Das heißt, Magnetismus ist wirklich eine der wichtigsten Bereiche, wo wir forschen gerade. Und hier ist ein Experiment, wo wir über magnetische Modulation gucken. Das ist in St. Petersburg hier beim UITMO. Und hier sehen wir die magnetische Struktur, wie es sich als Funktion über die Zeit ändert auf der Pikosekunden-Zeitskala.
Also ich habe euch gezeigt, einige Beispiele gezeigt von dem, was wir machen. Aber was wir wirklich machen wollen, ist, wir wollen Molekülfilme haben, wo wir einen Prozess anstoßen in einem Protein und einem funktionalen Protein. Und man sieht das hier auf der rechten Seite, da haben wir ein Protein und das wird von einem optischen Laser angeregt. Und dann haben wir den blauen Röntgenlaser, den Röntgenpuls. Und der wird gebeugt und dann kann man ausrechnen, die Struktur ausrechnen von diesem Protein. Links sieht man die Art, wie wir die Experimente machen. Wir haben die Proteine, ganz viele Proteine streuen wir in den Strahl und wir messen mit einem bestimmten Zeitabstand. Und wenn wir dann verschiedene Zeitabstände messen, dann sieht man, was nach 10 oder 20 Femtosekunden passiert und nach 100 Femtosekunden, nachdem man das Protein mit dem optischen Laser angeregt hat. Und dann kann man mehrere Standbilder machen und kann wirklich Bilder machen von den Molekülen, von den Proteinreaktionen. Und die ersten Studien, die wir hier gemacht haben, die ersten Experimente, das war ein Paper, ich glaube, es war von diesem Jahr, von Marius Smith aus Arizona, und die haben diese Reaktion angeguckt von links nach rechts. Das sind wenige Pikosekunden, 3 Pikosekunden, 10 Pikosekunden, 30 Pikosekunden, nachdem man dieses Protein angeregt hat mit einem Laser, mit einem normalen optischen Laserpuls. Und das ist extrem wichtig zu verstehen, wie Photosynthese funktioniert in der Natur in dieser Art Proteine. Und das heißt, das wird einer der wichtigsten Bereiche sein, auf die wir uns fokussieren mit dem European X-Fell. So, jetzt habe ich euch etwas erzählt über die Wissenschaft, die wir machen. Und ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen von Nanowissenschaft und Proteinen und Magnetismus. Wir machen viele verschiedene Sachen. Aber vielleicht zeige ich euch auch ein bisschen über die Komplexität der Experimente, die wir durchführen. Und mit einem besonderen Blick auf die Daten. Und hier haben wir alle oder viele der verschiedenen Sachen, die wir kontrollieren müssen. Wir haben den Beschleuniger, der außerordentlich gut funktioniert. Wir haben diese Röntgenoptik, um die zu fokussieren. Wir müssen photonendiagnostische Einrichtungen und wir brauchen optische Laser, um die Proben anzuregen. Wir brauchen diesen Strahl von den Proben, der reinkommt, der sehr schnell reingeschossen wird. Und das ist auch sehr viel Technologie, die da reingesteckt wird. Und dann brauchen wir natürlich den Detektor, wo die gestreuten Photonen gemessen werden. Und dann müssen wir diese Riesendatenmengen analysieren, die wir bekommen. Und wir haben eine Abteilung, die sich um die Detektoren kümmert, um die Elektronik, die Kontrollen und Datenmanagement und Datenanalyse. Und wir haben bestimmt 100 Leute, die arbeiten am European X-Fell, die nur daran arbeiten. Also um das nochmal zu zeigen, hier ist die Art, wie die Experimente gemacht werden. Man hat hier sehr viele, sehr schnelle Röntgenpulse, die reinkommen. Und die den Probenstrahl treffen, und man hat die Detektoren, die Daten sammeln, und wir sammeln etwa 3.525 Bilder pro Sekunde mit diesem Detektor hier. Und das ist der adaptive Detektor, der hat variable Verstärkung und der hat viele Kalibrationsparameter, und das ist ein sehr kompliziertes Monster. Und das ist die Struktur davon. Und es arbeitet im Burst-Mode. Und dieser Detektor kann 352 Bilder speichern. Und das ist ganz wichtig, weil man kann dann in der Zeit zwischen den
Pulszügen die Daten auslesen. Und das ist der zweite Detektor, der gerade aufgebaut wird. Es ist das erste Experiment, was man mit diesem Detektor gemacht hat. Und wir waren sehr glücklich darüber. Es produziert natürlich auch eine ganze Menge an Daten. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen zurück. Als ich damals angefangen habe mit Datenanalyse in Echtzeit, wie ihr auf der linken Seite sieht, so kamen die Daten aus den Apparaten raus auf Papier. Und auf der rechten Seite sieht man diesen Typen, der auf das Papier guckt, und wir guckten auf die Zahlen, schrieben sie auf und berechneten dann manuell, wie viele Zählpunkte wir in so einem Peak hatten. Die Daten kamen natürlich unglaublich schnell raus, und zwar schneller, als man das mit einem Taschenrechner hätte rechnen können. Und das war natürlich ziemlich old-fashioned, weil wir haben die Daten auf Papier gespeichert. Und wenn man dann Datenanalyse macht und für einen ganz speziellen Datenpunkt sucht, dann hat man das alles aufgeschrieben, hat sie in Kisten gepackt, 10 Kisten mit nach Hause genommen und zu Hause aus analysiert, schön aufgeschrieben. Und dann am Ende hatte man Ergebnisse. Später waren wir ein bisschen weiter fortgeschritten. Da bekam man schon ausgedrückt die Intensität des Peaks. Heute sind wir da viel, viel weiter. Es gab da eine unglaubliche Entwicklung mit Detektoren, die messen können, ob es sich um ein Photon handelt oder nicht. Und man kann das Ganze Ergebnisse auch noch Zeit auflösen, nicht nur räumlich, und mit einer unglaublichen Wiederholungsrate. Das ist jetzt die Datenmenge, die wir 10, 20 Jahren speichern mussten. Vor 10 Jahren hatten wir schon wesentlich mehr, 2011. Und ich erinnere mich noch, im November bin ich aus der Schweiz zurückgekommen, wo wir Experimente gemacht haben, und da haben wir 10 von diesen Festplatten gekauft und haben sie in all die Plastiktüten mit nach Hause geschleppt. Das ist natürlich ziemlich unglaublich. Und das ist, was wir so vorhersehen. Auf der linken Seite sieht man, haben wir 2019 etwas mehr als 10 Petabyte gesammelt. Und ihr könnt sehen, auf der rechten Seite, das ist die Datenmenge in Petabyte. Und man sieht, wie die Menge an Daten, die wir gespeichert haben, sehr, sehr schnell sich erhöht. Und hier ist diese flache Region. Das war die Zeit, in der wir den Beschleuniger stoppen müssen wegen Covid-19. Und dann sieht man, wie es richtig abhebt, als der neue Detektor in Betrieb kam. Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die wir haben, nämlich die ganzen Daten zu managen und zu verarbeiten. So, und wo sind wir jetzt? Man sieht hier die verschiedenen Detektoren, die wir haben. Man sieht da die Datenrate, auf der wir Rohdaten sammeln. Und zum Vergleich sieht man unten noch die Menge an Daten, die aus den CERN-Detektoren rauskommen. Und wir produzieren bei uns Daten etwa im selben Umfang wie im CERN. Eine unserer größten Herausforderungen ist auch die Reduktion der ganzen Daten. Das bedeutet, wir brauchen Detektoren, die ausschließlich die interessanten und guten Messungen behalten, sodass wir hinterher nicht mehr überprüfen müssen, ob was gut oder schlecht ist. Und das ist Physiker sind emotional gebunden an ihre Daten. Und man kann einfach die Daten von einem Physiker nicht wegnehmen. Die sind unglaublich wichtig. Und wir müssen die reduzieren, die Menge, bevor man sie zu dem Nutzer gibt. Und eine der
Herausforderung, an denen wir gerade arbeiten, ist genau diese Reduktion, denn wir haben einfach extrem große Datenmengen. Jetzt haben wir noch verschiedene Anforderungen daran. Natürlich, wir müssen die Daten speichern, transportieren, verarbeiten. Wir haben da lokale Einrichtungen direkt an der Messeinrichtung. Die Daten werden von dort weiter transportiert ins DESI-Rechenzentrum. Und jetzt ganz, also vor kurzem haben wir jetzt eine extrem starke, schnelle Datenverbindung gebaut bis nach Warschau, wo wir 100 Gigabyte pro Sekunde an Daten rüberschicken können und dann verteilen können. Das ist ein tatsächlich sehr interessanter Teil der Herausforderungen, die wir haben und auf die auch auf uns noch zukommt. Bevor ich jetzt aufhöre, ich habe ja schon ein bisschen erzählt über die Wissenschaft, die wir machen und die Herausforderungen mit den Daten. Wenn ihr daran interessiert seid, guckt doch mal auf unserer Website. Da gibt es auch Jobausschreibungen, wenn ihr daran interessiert seid. Wir suchen immer gute Wissenschaftler und Ingenieure. Und ja, aktuell haben wir 6 Nutzerexperimente. Und ihr könnt die hier auf den Bildern sehen. Also die starteten alle zwischen 2017 und 2019 und jetzt produzieren sie halt Messdaten und aus diesen Daten werden sich auch sehr, sehr wichtige und gute Veröffentlichungen ergeben. Bevor ich jetzt aufhöre, möchte ich euch nochmal etwas erzählen, warum machen wir überhaupt die Wissenschaft? Was ist denn der Grund dafür? Und da möchte ich nochmal mit ein paar Folien enden, was so Großforschungseinrichtungen uns gebracht haben. Was ist das wichtigste Ergebnis, was CERN gemacht hat? Natürlich, klar, sie haben das Higgs-Boson entdeckt. Aber das zweite ist natürlich das weltweite Netz, das WWW. Und alle Großforschungseinrichtungen machen immer 2 Dinge, Wissenschaft und Technik. Und man muss verstehen, beide Felder sind sehr wichtig für das Outcome. Und wenn man sich jetzt mal so die disruptiven Technologien der letzten 100 Jahre anguckt und mal so spekuliert, was ist da die Rolle von Großforschungseinrichtungen, dann ist das jetzt natürlich mein personeller Blick. Also das hier ist mein Großvater, Barthold. Er ist 1880 geboren, etwa so um den Dreh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in einem anderen Teil von Deutschland, was jetzt Süddänemark ist. Und der größte Umbruch, den er erlebt hat, war das Auto. Das ist mein Vater Günther. Er wurde 1929 geboren und das, was sein Leben verändert hat, war das Fernsehen. Das bin ich. Natürlich etwas jünger, aber was mein Leben so richtig verändert hat, war der Laptop. Denn als ich damals meinen Master geschrieben habe, Masterarbeit, mussten alle Zeichnungen handgezeichnet werden und geschrieben werden. Das ist mein Sohn Nikolai und was sein Leben geändert hat, ist das iPhone, das Smartphone. Das Handy. Das sind die disruptiven Technologien in der Vergangenheit. Das ist mein Enkel Asghar. Und was sein Leben komplett umkrempeln wird, was seine Eltern bisher nicht gemacht haben, nicht kannten, das weiß ich nicht. Aber wenn ich auf diese ganzen Dinge gucke, da überall ist Grundlagenforschung mit enthalten. Autos brauchten Metalle und Legierungen. Es gibt viele Nobelpreise, die in den Fernseher gegangen sind, in den Laptop, beispielsweise Transistoren, CCD-Kameras im Smartphone. Und ich bin sehr, sehr sicher, egal was
Madagaskars Leben beeinflussen wird, umkrempeln wird, es wird einen Nobelpreis erhalten. Und was wir machen, ist, wir untersuchen neue Materialien und alle diese Technologien, die ich vorhin gezeigt habe, wurden möglich durch neue Materialien und neue Technologien. Beispielsweise, wo man Silizium beispielsweise brauchte in CPUs und so weiter. Und was ich euch hier zeige, ist nicht nur European X-Fell und Synchrotronenstrahlung und Elektronenmikroskop. Es gibt Neutronenstrahlungsquellen und alles ist da, um Materialien, neue Materialien zu studieren und Biomolekularforschung. Und dafür sind wir da. Und die allerletzte Folie ist natürlich hier Covid-19. Da kann man kaum über irgendwas reden, ohne die Pandemie zu erwähnen. Und deswegen habe ich auch selbst hier so eine Folie eingefügt. Und alle haben natürlich diese Viren schon gesehen und millionenfach natürlich. Aber vielleicht hat man noch nicht darüber nachgedacht, woher kommen diese Bilder? Denn irgendjemand hat natürlich diese Viren studiert und untersucht die verschiedenen Proteine und hat diese Bilder konstruiert. Die sind die Basis von Wissenschaft. Und wenn Covid-19 anfing, dann haben ganz viele Gruppen angefangen, die verschiedenen Proteine zu untersuchen und die Viren mit Elektronenmikroskopen und natürlich auch mit Synchrotronstrahlung. Und hier sind einige der ersten Artikel, die veröffentlicht wurden in Science und in Nature im März, April. Die Chinesen haben sofort zu ihrem Synchrotron gegangen und haben einige der Strukturen untersucht von den Kandidaten von Covid-19, von dem Virus. Und es gab sehr interessante Forschungen von über Wildenfeld und die auch einige Kristallstrukturen untersucht haben, was beim BESSY-2-Synchrotron in Berlin. Und die Amerikaner haben natürlich ihren Advanced Photon Source in Argonne verwendet, um auch solche Untersuchungen durchzuführen. Und alle Regionen, jede Region muss eigentlich mindestens eine von diesen Anlagen haben, um solche wissenschaftlichen Untersuchungen durchführen zu können. Was wir hier sehen, ist, wir haben jetzt einen Impfstoff, das die Wissenschaft entwickelt hat. Und ich weiß, dass ganz viele verschiedene wissenschaftliche Zweige dazukommen und beigetragen haben. Aber alle Regionen, alle Gegenden müssten solche Anlagen haben. Können Sie sich vorstellen, dass Frau Merkel in China anruft, können wir euch mal unser Synchrotron ausleihen? Oder dass Merkel bei Trump anruft und fragt, können wir uns gerade das Synchrotron ausleihen, um das zu untersuchen? Da, über sowas denkt man nicht nach. Das ist undenkbar. Und alle großen Gegenden der Welt, alle Regionen müssen eigentlich sowas haben, dass sie Röntgenanlagen haben, solche Freielektronenlaser, um auch mit solchen Krisen fertig zu werden. Und damit bin ich fertig. Es ist ein bisschen zu spät, um noch vor Weihnachten zu sagen, aber ich kann wenigstens sagen, ein frohes neues Jahr. Und ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es gibt eine kurze Kurzgelegenheit für Fragen und Antworten. Es gibt einige Fragen von den Zuschauern, von Twitter und vom IRC. Und ich glaube, die meisten Fragen, einige eher persönliche Fragen, wieso haben Sie sich entschieden, hier diesen Vortrag zu halten, auf dieser Hacker-Konferenz über Wissenschaft zu reden? Wir freuen uns, dass Sie da sind, aber wie kommen Sie gerade hierher? Ich habe mir das ausgesucht, weil ich zeigen will, was wir machen, was für Wissenschaft wir machen. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen auf den Geschmack gebracht, was wir mit unseren Detektoren machen und mit unseren Anlagen, was wir leisten können. Eine Frage noch, welche praktischen Anwendungen woran sind die Geldgeber am ehesten interessiert, die das Projekt finanziert haben? Was sind praktische Anwendungen für die?
Und ich glaube, die finanzierenden Partner, woran sie vor allem interessiert sind, ist, die wollen Teil der fortschrittlichsten Technologie sein, die wir auf die Beine stellen können. Und das sind diese Freielektronenlaser und Beschleuniger und alle, die an dieser fortschrittlichen Infrastruktur beteiligt sind. Man bekommt wirklich die Technologie davon und hat dann die Technologie auch, um sie zu nutzen. Und diese Anlagen sind wirklich ein Werkzeug für die Benutzergruppen, für Universitäten, die die fortschrittlichsten Wissenschaft machen können. Und können auch ihre Studenten am besten ausbilden. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Auf einer Folie gab es diese kleine Blase Röntgenoptik. Wie macht man denn optische Optik mit einem Strahl, der Stahl schmelzen kann? Und das ist eine gute Frage. Dieser Strahl ist, wenn der Strahl entsteht, dann ist er im Undulator, ist er einige Mikrometer groß. Aber dann wird er, divergiert er ein wenig und dann läuft er etwa einen Kilometer weit und nach einem Kilometer ist der Strahl viel größer. Dann ist er vielleicht ein Millimeter groß und dann können wir eine Linse einfügen. Aber man kann eine Linse oder einen Spiegel haben und den Strahl wieder fokussieren. Und wenn man ihn fokussiert, diese Linse kann mit dem Strahl wirklich, die Linse ist dann aus Beryllium gemacht und man hat einen Spiegel, der auch Röntgenstrahlen reflektiert, also sehr wenig Energie wird absorbiert. Aber sobald man den Strahl fokussiert, dann kann man den Strahl nicht mehr aufhalten. Ja, okay. Damit kommen wir zum Ende der Fragen auch. Vielen Dank für den Vortrag.